Und wir wurden heute ganz klar benachteiligt in den entscheidenden Situationen. Wenn es anders läuft, dann geht das Spiel auch ganz anders aus und wir verlieren hier nicht 3-0. Und ja, es ist einfach enttäuschend, heute hier zu stehen und nicht Punkte mitgenommen zu haben. Ja, wir wissen schon warum. Also wir in der ersten Minute, das war mein Ding, muss ich mich entschuldigen bei der Mannschaft, bringe ich sie in den Rückstand, hau ich ihn um und ja, und dann laufen wir wieder in den Rückstand hinterher. Und zurzeit fehlt uns halt das Glück dann vorne, dass wir auch mal vielleicht einen Elfer kriegen oder mal, dass der Ball reinspringt. Ich denke, da haben wir viel mehr vom Spiel gehabt dann nach dem 1-0 auch. Ja, und so läuft halt Fußball zurzeit. Wir haben kein Glück und dann kommt halt, wie gesagt, auch noch Pech dazu. Ja, generell erstmal, wenn du keine Tore schießt, kannst du natürlich keine Spiele gewinnen. Dann kommen natürlich in den entscheidenden Szenen, machen wir natürlich Fehler. Ich meine, einen unglücklicheren Start ins Spiel kannst du natürlich nicht haben oder ja, läufst dem 1-0 hinterher. Und trotzdem kann man uns generell keinen Vorwurf machen. Ich denke, wir haben alles versucht, aber wir schaffen es momentan einfach, kein Tor zu erzielen. Und in den entscheidenden Szenen haben wir auch einfach noch nicht das Glück auf unserer Seite, dass der Schiri auch mal zu unseren Gunsten pfeift. Sei es die Ecke vor dem 2-0, die definitiv keine war, sei es die zwei Elfmeter-Szenen, für mich klare Elfmeter, zumindest der eine klare Elfmeter, wo Katsche den Ball über den Torwart lupft, da wird ihm der Vorteil ganz klar genommen. Das ist ärgerlich, aber uns wird nichts geschenkt und wir müssen wieder weiterarbeiten und am Samstag einen neuen Anlauf machen. Ich denke, in der einen Situation bin ich vor dem Torwart, da kann man vielleicht auch pfeifen, aber ich denke, die zweite Aktion ist ganz klar ein Elfer, weil ich bin vor dem HSV-Spieler am Ball, habe den Körper davor, er zupft mir unten an der Hose, wenn er mich da nicht zieht, dann bin ich den Schritt vor und kann reinmachen und ja auch beim 2-0, das ist ganz klar keine Ecke für den HSV. Da werden wir benachteiligt einfach und das ist ja enttäuschend in diesen Situationen, dann den Schiri nicht auf der Seite zu haben. Ja klar, und es ist auch teilweise dann auch naiv natürlich. Ich darf da auch nicht so hingehen, wie gesagt, nochmal mein Fehler und dann laufen wir halt wieder hinterher und dann ist es für jede Mannschaft schwierig, auch für uns. Neben einen Vorwurf machen, ich meine, sehen beide nicht in der Szene ganz glücklich aus, das ist passiert, kleiner Abstimmungsfehler, aber ich habe auch schon Elfmeter verschuldet, von daher, warum soll man die Schuld auf andere schieben, das ist natürlich ärgerlich, dass uns dieses Fehler in solchen entscheidenden Szenen passieren, aber das gehört dazu. Und wir haben jetzt eine schwierige Phase und die uns jeder schon von Anfang an eingeredet haben, wir werden dagegen ankämpfen, davon kann jeder ausgehen. Ich denke, wir müssen jetzt ganz schnell den Kopf frei kriegen, dieses Ergebnis ja aus den Köpfen kriegen. Ich denke, wir haben jetzt ein wichtiges Spiel, sehr, sehr wichtiges Spiel in Köln. Ja, da müssen wir wieder alles versuchen und hoffen wir, dass dann auch die Mittel von außen dann vielleicht mal auf unserer Seite sind. Ja, natürlich. Wir wollen natürlich gleich den Bock umstoßen. Das ist natürlich gerade ein bisschen die Köpfe runter, aber es muss weitergehen. Hilft ja nichts. Weiter vor allem zusammen defensiv stehen, gut verteidigen, gut laufen für den anderen. Und dann wird es auch andere Tage wieder geben. Ja, wir haben ja keine andere Möglichkeit. Wir müssen jetzt einfach die Köpfe aufrichten, morgen erholen und dann geht es am Freitag schon Richtung Köln und wir werden am Samstag einen neuen Anlauf versuchen. Müssen einfach dranbleiben, weiter Gas geben. Wie gesagt, wir haben keine andere Möglichkeit. Wir werden alles versuchen und tun und machen und am Samstag wird wieder eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die versucht, die drei Punkte einzufahren.